Ja, wir haben nicht so gut angefangen, die standen aber auch extrem tief. Da ist uns nicht wirklich was zu eingefallen. Wir haben zwar gut den Ball laufen lassen, aber wenn alles nach hinten losgeht, können wir auch mal ganz schnell 2-0 zurücklegen. Haben die zwei super Konter, hat der Daniel uns super gerettet hinten. Dann das Tor von uns kommt auch, denke ich, schon aus der Überlegenheit raus. Flank wird ein bisschen abgefälscht, der Dima macht den dann natürlich eiskalt in die lange Ecke. Und dann haben wir das Spiel schon im Griff, aber dann nach der roten Karte, vor allem in der zweiten Halbzeit mit einmal Unterzahl, sind sie schon draufgegangen und haben uns echt das Leben schwer gemacht. Drei Punkte sind drei Punkte, ja, aber nicht nur die erste Halbzeit, auch die zweite Halbzeit war anstrengend. Es war für mich heute anstrengender wie Osnabrück und Bielefeld fast zusammen, das Spiel. Ja, die waren hochmotiviert, die Jungs. Die haben das richtig gut gemacht, frech nach vorne gespielt, haben uns früh angegriffen und ja, wir haben es nicht geschafft, schnell nach vorne den Ball zu spielen und was uns eigentlich stark macht. Und ja, das hat man heute gesehen, dass dann so ein Spieler rauskommt, der dann auch der Platzverweis, hatten wahrscheinlich wieder manche gedacht, okay, jetzt geht es noch einfacher. Und, aber wer das im Fußball eigentlich, wer ein bisschen Fußball sich auskennt, der weiß, dass es nicht so ist. Wenn ihr was nehmt ihr mit dann heute aus dem Spiel, außer drei Punkte? Ich wusste, dass du das jetzt sagen wirst. Ja, drei Punkte. Und in zwei Wochen fragt dich niemand, wie die zustande gekommen sind. Also klar, wir haben natürlich unter der Woche ein bisschen was aufzuarbeiten. Auch wenn das Pokalspiel ist, werden wir wahrscheinlich auch nochmal drüber reden, über das Spiel. Weil da war ja nicht alles gut. Aber alles in allem zählen ja nur die drei Punkte. Ja, wir haben eigentlich mehr Probleme gehabt mit der Überzahl als 11 gegen 11. Natürlich, gegen 10 Mann zu spielen ist manchmal schwieriger, weil Gegner steht noch tiefer, gut organisiert. Und du musst das Spiel machen und die lauern auf Fehler, Balleroberung schnell umschalten. Die haben auch die schnellen Leute mit Heller vorne. Also das war schon keine einfache Aufgabe. Und wir haben aber auch nicht so Verantwortung übernommen. Wir haben auch zu sehr auch die Verantwortung auf den anderen geschoben und wir haben auch zu wenig Akzenten da vorne gesetzt. Wir haben meistens die Bälle so nach hinten gespielt oder quer gespielt. Sicherlich, das wollen wir auch kontrolliert spielen, aber im entscheidenden Moment auch nach vorne spielen. Das haben wir verpasst.